Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Meins. Immer noch auf Olympios, immer noch einen Tag nach Halloween. Was für euch natürlich überhaupt keinen Unterschied macht, weil diese Parts hier bestimmt ein, zwei Monate nach ihrer Aufnahme erst auf YouTube landen. Aber was soll's, ich will es ja nur erwähnen, okay, lass mich in Ruhe. Wir müssen immer noch zur Helioborg-Festung. Helioborg-Festung, so wie Beetleborg oder was. Eine riesen Haifischflosse. Und wir sind immer noch in Schulkostümen. Natürlich. Und da ist noch ein Beutegegenstand, den ich noch nicht aufgesammelt habe. Und da ist ein Beutegegenstand, den ich schon aufgesammelt habe. Zum Teufel. Wow, seid ihr billig. Jemand hat ein Apfelgummi eingesetzt. Warum? Arg. Arg. Lieder diesmal mit der Baskenmütze. Ah, ne, hatte sie schon an. Weiß ich doch nicht, Mann. Ist doch nur erst 5 Minuten her. Seit der letzten Aufnahme. Boah, voll verfehlt. Au. Warte mal, ich hatte da noch ein Dings übrig. Ein Level Up, sehe ich gerade. Also, habe ich gerade gesehen. Ja, ich kann ihn in die Vergangenheit sehen, deswegen habe ich es gerade gesehen. So, Elise. Hier, nimm mal Technikpunkte. Nur so. Autohandsnei. Okay, cool. Muss das Schlüssel dingen. Muss der Schlüssel. Das Schlüssel. Nein. Wieso habe ich das schon so weit gemacht? Natürlich ist die letzte Ecke, die ich hier nachgucke. Das, hä? Also. Hier! Was haben wir gewonnen? T-Bomb-Meister. Alter, beim Schon 2% mehr TP und 5% mehr KP. Man bekommt KP dadurch? Okay. So, KP. Übrigens. So. Anal, ja. Dann machen wir mal weiter. So. Das hier haben wir noch nicht alles erkundet. Das wird sich jetzt schnäulichst ändern. Din, 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 din. Hä? Also, war ein Schatz außerhalb der Karte. Ich war verwirrt für eine Sekunde. Was ich ja sonst nie bin. Ey. Dö. Problem? Zack. Trainierter Brecher. Ach ja, mir fällt gerade ein. Ich habe die Art nicht umgestellt bei ihr. Ich habe halt 2 Zyklonen hatte. Arrivederci ist auch Wind, deswegen machen wir, ich weiß nicht, göttlicher Streifen. Genau. Nee, warte. So. Nee, warte. So. Genau das habe ich gemacht. Jetzt benutzen sie die Items. Geil, wa? So, treffe ich überhaupt was? So muss das sein. Verdammt. Ah, schön. Unverzichtbare Verbündeter. Cool. Das war, glaube ich, hier für Autoobjekte. Das benutzen wir sie ja. Ich habe schon 4 eher bekommen können. Egal. Voll die geile Mucke wieder im Hintergrund. Blah, geh weg. Ja, weiter geht's. Ich warte mal nur auf den ersten Bosskampf. Da ist ein Speicherpunkt. Gut. Das heißt, danach ist entweder die Festung dran oder wir kommen zum Bosskampf. Für dieses Kapitel. Ich glaube, das ist sie. Vielleicht ist sie auch irgendwo hier hinter diesem Gebirge. Aber ich bin mir fast sicher, dass sie das ist. Ich glaube, ich habe sogar für eine Sekunde bedrohliche Blitze im Hintergrund gesehen. Das wohl irgendwie indizieren soll, dass das der richtige Ort ist. Indizieren ist das Wort. Jetzt ist es das, okay. Egal, Kampf! Hier sind Monster. Die müssen wir mal bekämpfen. Aua! Ach du Kacke. Ah!
kommt eine riesige Blubberblase und macht euch alle platt. Und ihr fliegen nur so Objekte durch die Gegend, ne? Ey, was zum... So schnell sollen die auch nicht eingesetzt werden, hallo? Alter. Ha. Ich muss mal auch noch einwechseln. Ich will euch auch noch mal sehen. Wer auch immer gerade draußen ist. Throne. Leia. Hier. So. Was haben wir hier? Beweglichkeit. Du hast kein Level up, Mila. Du hast aber auch Beweglichkeit. Wiederauferstehung. Ach, sie hat schon ihr Dingens. Okay. Dann machen wir sie beweglicher. Beweglicher. Sie hat doch schon so lange Beine, deswegen. So. Hätten wir das erledigt. Weiter. Ab ins Loch. Jo. Und Rahmen schwarze Federn, geil. Wir brauchen dann nur noch 30 oder 40, bis wir das Limit erreicht haben. Denk ich mal. Hm? Oh, hi. Ein Jägermonokel erhöht die Chance, Beute gegen Schienen um 30%, wenn der Träger einen Gegner besiegt. Geil. Also. Du bekommst hier eine. Warte mal, aber schon gut hier. Du bekommst hier den Jägermonokel. Ne. Wo ist er? Wo ist er? Ernsthaft, wo ist er? Ich blind, ich nix sehen. Hier. 33%, hallo? Oder 30%, hallo? Um 15%, wenn der Krieger einen Gegner besiegt hat, okay. Okay, zwei werden ja eigentlich besser. Weil dann bekomme ich ja zwei Schunken, oder? Und noch Monokel, hä? Njom. Was macht der? 15%, ja. Hallo? Hallo, Monokel. Mach mal lieber so. Ich bin Beutegegenstand, geil, deswegen. Man kann nie genug Geld... Ja, okay. Schlechtes Beispiel. Ah! Ist mich. Ich bin irgendwie durch den Aufbau dieser Karte ein bisschen verwirrt, obwohl es überhaupt keinen Grund dazu gibt. So, da war ich schon drin. Monster, komm her. So, Elvin, Leia. Leia, komm mal her. Klau was oder was weiß ich. Obwohl, nee, andersrum wäre besser. Au. Ich weiß aber nicht, wieso... Sie nicht die Gegner. Jawohl. Danke. Genau das wollte ich eigentlich. Und jetzt verkohlen wir dich erstmal. Hat gerade 10.000 abgezogen. Was? Warum tut er denn schon so schnell Objekte einsetzen, Mann? Jo. Ey. Und leucht. Warum kommt keine Musik? Jetzt wird's ja richtig spukig. Keine Musik. Da, Heck. Was deckt? So. Und. Du kommst hier hin. Und hier hin. Und du hast 4000 AP. KP. Entschuldigung, 1000 Mal. Ne, lieber 30. Hallo. Produktiv, Mann. So, und ich gehe wieder falsch rum. Wer hätte das gedacht? Und da ist ein Gegenstand, den ich noch nicht hab. Warum nicht? Und da ist eine Truhe, hallo? Oder? Ja. So, ich habe jetzt nicht gelesen, wie viele da waren, aber... Ah.
Wie verwirrt sie sich angeguckt haben. Was meinst du, wann der aus dem Menü rauskommt? Oh nein. So, ein schwarzes Ei. Ich kenne nur braune Eier, okay. Ja, okay, nicht, dass ich jetzt hier ein heftiges Thema angreife, aber braunfarbige Leute nennt man ja auch schwarze, deswegen, oh Gott. Ich werde so viel Probleme mit diesem Video kriegen. Egal. Passiert irgendwas, wenn ich hier mich den Speicherpunkt näher? Nein, okay. Das finde ich nett. Dann. Heute ist euer Glückstag. Ich mache euch den Rest des Parts platt. Ah. Was zum Teufel? Ah. Nicht so eine gute Idee. Aua. Bitte hörst du jetzt auf. Was, das kann ich auch verbinden? Das kann ich auch verbinden. Was kann ich denn alles verbinden hier? Jetzt mal Marone einwechseln. Wenn du ein Magier bist. Und jetzt? So. Ja, wir haben so ein Kreuz, aber wir können trotzdem zaubern. Geil. Schön. Schöne Schultruppe. So, nächster. Nächster Person. To crush. To death. Boah, bist du blöd. Jude, komm mal her. Aua. Nein, wir sind zu Stein. Ich weiß nicht. Das war nicht richtig. Das war richtig, danke. Bin ich total verwirrt. Wartet mal. Oh, leck mich an. Ich kriege immer so eine Panik, wenn einer zu Stein ist. Weißt du, wenn die andere Gruppe auch zu Stein wird? Aua! Und. Zack! Jo, jo. Heftig! Ahaha! Mann, ich will unbedingt was gegen diese Stein-Dingens tun. Boah, ich werde ja von überall von Schweinen hier angegriffen. Könntet ihr das mal unterlassen? So. Und schon einen Kampf müssen wir noch schaffen, ne? Ich, dann wird dieser Part ein bisschen länger. Dann spam ich einfach hier 4. Na komm mal, Jude. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Verdammt. Schön. Und du nicht. Hüpp. Ha, sicher. Mit diesen Worten würde ich mich, ja, mit diesen Worten, die ich nicht gesagt habe. Ist immer genial, wie ich meine Fehler entdecke, nachdem ich sie gemacht habe. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!